So. Kletterkönig ist geschafft. Und, ja, was mache ich denn jetzt als nächstes? Ich guck mal in Cranky Kongs Laden rein. Was es hier zu kaufen gibt. Bla bla bla. Bla bla. Nee. Dazu fehlt mir eine Münze. Schade. Beim nächsten Mal. Dann mache ich weiter bei Wipfelboogie. So. Und, nochmal, um auf Terranigma zurückzukommen. Terranigma habe ich sehr gemocht. Ich habe es gespielt bis zu irgendeiner Stelle, wo ich nicht weitergekommen bin. Dann musste ich quasi zur Seite legen. Das Rätsel konnte ich einfach nicht lösen. Was mir jetzt im Nachhinein eigentlich offensichtlich ist. Wenn ich mir die Stelle nochmal anschaue. Ich möchte ja jetzt auch nicht weiter nicht spoilern oder so. Ist auch egal. Auf jeden Fall. Grafik hat mir von dem Spiel sehr gefallen. Die Atmosphäre. Da war ich noch klein. Wie alt war ich da? Weiß ich nicht. 11, 12. Ich habe Grafik habe ich sehr gemacht. Die düstere Atmosphäre fand ich auch ganz okay. Die Atmosphäre war mir teilweise schon zu düster für mein Alter. Und, Moment, ich gehe erstmal nach unten. So. Es hatte ja auch damals kein Internet, um mir mal eben schnell die Lösung anzuschauen und weiterzuspielen. Es geht ja heutzutage, man kann alles nachschauen, man hat keine Probleme so. Man kann sich ein Let's Play anschauen dazu. Ist alles kein Problem. Aber damals ging es halt nicht. Ich habe auch relativ spät erst Internet bekommen. Erst als sich DSL Flatrates etabliert haben. Die Minutentarife da vorher mit dem Modem und so, das war nicht so. Das fanden meine Eltern nicht so gut, deswegen sind die erst relativ spät auf den Internetzug gestiegen. Was habe ich dann als erstes gespielt? Ich habe Diablo gespielt. Ich habe das vorher, Diablo 2, ich habe es vorher offline gespielt, ganze Zeit. War stolz auf meine seltensten Items. Und dann kam das Internet. Ich kam ins Internet und jeder lief mit dem Zeug rum. Und ich habe plötzlich viel seltenere Sachen gefunden, weil in der Gruppe findet man einfach bessere Sachen. Und das, glaube ich, 6-7 Jahre lang gespielt, ey. Ich spiele es immer noch gerne. Zu Fuß hätte ich, glaube ich, sogar mehr Münzen bekommen. Muss ja. So. Und hoch. Zack. Und da ist das N. Nein. Schade. Da habe ich auch schon Leben gelassen. So. Diesmal. Diesmal hole ich mir den Buchstaben. Das kann doch nicht so schwer sein. ja. So fängt es schon mal an. Das Spiel finde ich vom Grafikstil für die Wii-Verhältnisse sehr geil. Überhaupt. Nintendo-Spiele sind ja immer optisch schon sehr geil. Obwohl die Hardware ja hinterherhinkt, aber
Ihr wisst schon, was ich meine. Das ist ja alles liebevoll gestaltet und kann man nichts gegen sagen. So. Warten. Ich finde, das Besondere hier ist, ja, dass man... Ja, ich habe es geschafft. Das ist... Nein! Nein! Du bleibst hier. Dass es mehrere Ebenen hat. Man kann also auch in die hintere Ebene und so, das habt ihr im ersten Level schon gesehen. Und, ja, es ist... Es erinnert mich an Clone Wars, obwohl da das Level-Design mit den mehreren Ebenen noch weiter auf die Spitze getrieben wurde. Es ist ein PS1-Klassiker. Das solltet ihr euch mal anschauen. Das Level-Design ist da klasse. Naja, danke fürs Zuschauen. Ich habe alle Buchstaben. Bis zum nächsten Mal. Obwohl, nee. Das war, glaube ich, eine zu frühe Verabschiedung. Sorry. Hoffentlich habt ihr noch nicht abgeschaltet. So, ich hole mir eben schnell noch den Schlüssel und dann ist der Part vorbei. So, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.